I believe I will be found. Hallo zusammen, ich bin Misha und ich bin von Serotones und ich nehme euch heute mal ein bisschen mit, weil wir haben heute nämlich einen Videoshoot zu unserem Lied, das wir aufgenommen haben, You Will Be Found, und ich würde sagen, let's go! Hallo Leute, ich bin Sascha von Serotones. Hey! Heute fangen wir unsere Karriere an in der Ian's Tone Studio, wo wir heute You Will Be Found aufnehmen. Und hier geht es schon mal gleich rein mit euch. Hier ist das Crew. Ja, gleich geht's. Alles so liebe Leute, es wird Nacht. Einfach be yourself. Okay. Ist gut. Ja. Yeah. Es ist sau schön da. Ich kann meine Emotions schauen. Thank you.
vielleicht reden oder willst du einfach nur surfen? Es sieht so hammer aus. Mit dem Bier. Das war ein richtig cooles Gefühl. Hallo. Wir sind gleich fertig. Was ist dein grösster Traum? Was möchtest du erleben in deinem Leben? Ich möchte das, was ich in mir trage, die ganzen Emotionen und Gefühle anderen mit auf den Weg geben, in jeglicher Form. Ich weiß nicht, ob über Social Media oder im echten Leben, auch wenn es nur 5 Menschen sind, ich möchte ihnen das mitgeben, was ich in mir trage, was sie weiterbringen in ihrem Leben. Und das, was du heute gemacht hast, hast du das Gefühl, das hat einen Einfluss auf deinen Traum? Ich habe das verkörpert, was ich halt am liebsten mache. Es ist Schauspieler, Singen und ja, auch ein bisschen tanzen und auch einfach mit Emotionen können umgehen und die weitergehen und zeigen, es ist okay, wenn man traurig ist, es ist okay, wenn man sich allein fühlt, aber man darf nicht stehen bleiben, egal ob man es allein oder mit ganz viel Kraft von anderen wieder aus dem Loch raus schafft. Und ich habe das Gefühl, durch das Projekt kann man das mega vielen Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht gerade an dem Punkt sind in ihrem Leben. Und darum denke ich, das, was wir heute gemacht haben, kann viel bewirken. Wer ist dein grösster Hero? Hero? Meine Mom. Weil meine Mom hat so viel erlebt und irgendwie erfahre ich jeden Tag etwas Neues über sie, was ich nicht gewusst habe, was mich jeden Tag aufs Neue beeindruckt. Und keine Ahnung, ich schaue halt zu ihr auf und sie hat mich von Anfang an unterstützt, obwohl ich nicht mal danach gefragt habe. Ich glaube, sie ist auch mein grösster Fan und yes.